Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Gesamtrussisches elektronisches Visum beschlossen. Die russische Staatsduma hat in dritter und somit letzter Lesung die Einführung des gesamtrussischen elektronischen Visums beschlossen. Kommentierende Einzelheiten teilen russische Medien noch nicht mit. Der russische Präsident hatte die Aufgabe gestellt, zum 1. Januar 2021 für ganz Russland das elektronische Visum einzuführen. Alle beteiligten Behörden haben am heutigen Tag die Aufgabe des Präsidenten vorfristig erfüllt. Смотреть, как может развиваться ситуация, заранее готовить шаги, соответствующие меры и вводить их по мере необходимости. Оптимисты gehen davon aus, dass der internationale Reiseverkehr zum neuen Jahr schon längst wieder Normalität geworden ist. Nutzer des gesamtrussischen elektronischen Visums erhalten dann mehr Visum als diejenigen, die bisher das regional begrenzte E-Visum für Kaliningrad, St. Petersburg oder Vladivostok beantragten. Das gesamtrussische elektronische Visum berechtigt zur einmaligen Ein- und Ausreise. Nutzen können dieses Visum Ausländer, die mit touristischen, geschäftlichen, humanitären oder privaten Zielen nach Russland reisen wollen. Berechtigt für die Nutzung des E-Visums sind Bürger der Länder, die durch das russische Außenministerium in einer gesonderten Liste festgelegt werden. Diese Liste ist gegenwärtig nicht veröffentlicht. Das elektronische Visum hat einen Geltungszeitraum von 60 Kalendertagen. Inhaber können sich innerhalb dieser Frist 16 Tage in Russland aufhalten. Das Visum wird ausschließlich über das Internet beantragt und wird innerhalb von 4 Kalendertagen nach Beantragung erteilt. Nicht alle Grenzübergänge Russlands werden für das E-Visum zugelassen. Auch hier hat noch eine Abstimmung mit allen kooperierenden Behörden Russlands zu erfolgen. Keine Mitteilungen gab es zu den Kosten des Visums. Bisher ist das elektronische Visum kostenlos. In früheren Meldungen sprach man von 60 US-Dollar für das gesamtrussische elektronische Visum. Weiterhin gibt es keine Informationen, ob der Ausländer, der sich länger als 7 Arbeits- oder 9 Kalendertage in Russland aufhält, sich registrieren muss. Nach bisheriger Gesetzgebung ist dies nötig. Россия вновь разверзнет окно в Европу.